Das Börsenjahr 2018 ist noch nicht ganz vorbei, aber man kann jetzt schon sagen, ein gutes Börsenjahr war es nicht. Umso interessanter ist es da, wenn man sich die Börsen anschaut, die gut gelaufen sind 2018 oder die sich gut gehalten haben. Was hat diese Börsen angetrieben? Was hat die gestützt? Das ist heute unser Thema. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wie schon gesagt, 2018 kein besonders gutes Börsenjahr. Viele Sorgen, die die Märkte belastet haben. Brexit, Italien, die Handelskonflikte, Konjunktursorgen weltweit und zuletzt auch ein deutlich spürbarer Stimmungsumschwung in den USA auch am Ende. US-Börsen sind ja unterm Strich eigentlich noch halbwegs gut gelaufen dieses Jahr, aber auch da gerade in den letzten Wochen ein Umschwung hin zum Schlechteren und das auf einem ziemlich hohen Bewertungsniveau eben schon, und gerade das macht ja vielen Anlegern auch Angst momentan. Und ganz besonders schlecht dieses Jahr war die Stimmung für die Emerging Markets, für die Schwellenländer Börsen. Da hatten wir dieses Jahr besonders starke Abschläge. Hing mit dem Dollar zusammen, unter anderem mit steigenden Zinsen im Dollarraum. Das haben wir hier ja auch schon öfter behandelt. Da hat man dann eben gemeint, ja, Dollarraum wird jetzt wieder attraktiver für Anleger. Da müsste man jetzt Geld abziehen dafür aus den Schwellenländern. Und das hat die dann auch in einen Sog gebracht, in einen Abwärtszog. Und dann kam noch der Sonderfall China. Auch da haben wir ganz speziell Konjunktursorgen und die Sorgen wegen dem Handelskonflikt mit den USA gehabt. Und gerade wenn man so ein internationales Umfeld hat, ist es natürlich interessant zu sehen, welche Börsen sind trotzdem gestiegen oder welche Börsen haben sich halbwegs gut gehalten in diesem Umfeld. Und da gibt es dann auch wirklich ein paar Überraschungen, wenn man sich weltweit umschaut. Man kann jetzt natürlich einfach ein Ranking machen und kann sich fragen, was waren die besten Indizes. Das bringt aber nicht immer unbedingt so viel, weil Sie haben es ja zum Beispiel gehört, vielleicht an der Spitze steht IBC-Index in Venezuela plus 45.000%. Tolle Performance, aber das natürlich bei einer Inflation momentan von 1,3 Millionen Prozent, zumindest sagt man das in Venezuela. Also bei einem kompletten Zusammenbruch der Währung, der Wirtschaft und so weiter, da hilft uns natürlich der Indexstand oder die Indexentwicklung als Anleger herzlich wenig. Für uns ist ja auch wichtig, hat sich der Markt auch aus unserer Sicht gut entwickelt, also bereinigt um die Inflation, bereinigt um die Währung, also in Hartwährung sozusagen. Es gibt natürlich auch Börsen wie zum Beispiel Simbabwe. MSCI Simbabwe ist tatsächlich gestiegen dieses Jahr auch um fast 190%, und zwar auch wirklich in harter Währung, in Dollar. Simbabwe ist sein Diktator losgeworden, Robert Mugabe letztes Jahr. Das wird positiv gesehen für die Börse. Da bringt uns aber als Privatanleger auch nicht viel weiter, weil man tut sich ja leider sehr schwer, normalerweise in Simbabwe zu investieren. Also kommen wir mal zu Börsen, die für uns ein bisschen relevanter sind. Bei uns hier der Kanal Zukunftsmärkte, den gibt es jetzt auch schon eine Weile. Und das Video, für das sich die Leute dieses Jahr am allerwenigsten interessiert haben in unserer diesjährigen YouTube-Geschichte, das war ein Beitrag zu Brasilien. Das war im Juli und das Thema war: Wird Brasilien Börsenweltmeister oder so ähnlich? Jetzt ist Zukunftsmärkte natürlich nicht das Maß aller Dinge, aber es ist schon immer interessant, wenn sich die Leute und die Anleger für einen bestimmten Markt so gar nicht mehr interessieren. Das ist eben sehr aufschlussreich manchmal unter Stimmungsaspekten und unter Sentimentaspekten. Und tatsächlich der Bovespa, der brasilianische Index, hier haben wir ihn auf dem Jahr, der ist im Frühjahr auch da noch genauso
eingebrochen wie die meisten Schwellenländerindizes, aber im zweiten Halbjahr, da gab es dann doch eine deutliche Erholung und da setzt er sich auch deutlich ab von den übrigen Emerging Markets. Also hier haben wir nochmal in Orange den MSCI Brasil und grün MSCI Emerging Markets Index. Die sind jetzt beide in Dollar und da sehen wir eben, wie er sich da im Sommer und Herbst befreien kann aus dieser allgemeinen Abwärtsbewegung und wie er nach oben geht und wie er sich momentan auch immer noch ganz standhaft hält eigentlich in einem schwierigen Umfeld. Kann sich also immer mal lohnen, wenn man ältere Beiträge sich auch anschaut von Zukunftsmärkte oder umso mehr natürlich auch neue Beiträge. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden Abonnenten, über jeden, der sich bei unserem Kanal anmeldet. Und wenn Sie sich anmelden, dann immer auch gleich das Glöckchen drücken. Das ist die Benachrichtigung für neue Beiträge. Dann verpassen Sie da auch nichts. Was ist passiert in Brasilien, um darauf wieder zurückzukommen? Es waren Wahlen vor allem und da ist ein Typ Präsident geworden, Jair Bolsonaro, der ist eigentlich relativ übel. Er ist ein rechtsgerichteter Kandidat gewesen, ein Anhänger der früheren Militärdiktatur, aber man findet ihn an der Börse trotzdem gut. Er hat zum einen wahrscheinlich einen relativ guten Finanzminister, das ist das eine, und das andere, es ist schon mal kein Linker dran gekommen in das Amt, kein linksgerichteter Präsident. Die Finanzwelt und die Geschäftswelt in Brasilien, die wollte auf gar keinen Fall nochmal einen linksgerichteten Kandidaten im Amt haben und die war in der Hinsicht auch überempfindlich oder vielleicht sogar hysterisch, was aber auch ein bisschen erklärbar ist mit dem Chaos, das da politisch geherrscht hat in den letzten Jahren in Brasilien und den Skandalen, die wir da natürlich auch hatten. Ich denke, dass am Ende die Politik wahrscheinlich gar nicht so ausschlaggebend ist für die Marktentwicklung. Die jetzt glauben, dass die neue rechte Regierung in Brasilien jetzt eine ganz tolle Wirtschaftspolitik macht, die sich auch da ganz deutlich positiv absetzt von der Politik der Vorgängerregierungen, die werden meiner Meinung nach enttäuscht werden, vielleicht sogar schwer enttäuscht. Das könnte auch in nächster Zeit am brasilianischen Aktienmarkt nochmal zu Kursabschlägen führen. Meiner Meinung nach wäre das dann aber spätestens eine Kaufgelegenheit. Brasilien ist in einer sehr speziellen Situation. Wir haben hier Bruttoinlandsprodukt die letzten 10 Jahre. Brasilien war in einer schweren Krise 2015 bis eigentlich Mitte 2017, kommt da auch erst langsam wieder raus, aber so wie es aussieht, das wird alles langsam wieder. Es geht in etlichen Bereichen doch aufwärts und Brasilien ist eine große Binnenwirtschaft, was auch heißen kann, dass es weiter aufwärts geht, die nächsten Jahre eventuell auch entgegen dem globalen Wachstumstrend, so wie die Krise ja auch sich gegen diesen Trend entstanden ist und ja auch eigentlich eine Sondersituation war. Und von der Geldpolitik her gibt es auch Unterstützung. Leitzins in Brasilien ist jetzt bei 6,5%. Das ist ein Rekordtief für brasilianische Verhältnisse und das kann die Wirtschaft im Prinzip natürlich auch stimulieren. Meiner Meinung nach Brasilien, brasilianische Aktien, auch brasilianische Anleihen bei dem relativ hohen Zinsniveau, das wir haben, sind interessant mit Sicherheit in den nächsten Jahren. Wo es dann auch eine Outperformance gab dieses Jahr und das hat wahrscheinlich viele überrascht, das ist der Nahe Osten. Der Nahe Osten und Nordafrika. Das ist eine Region, das sieht für viele ganz furchtbar aus, die Konflikte, die wir da haben, immer noch die Instabilität nach dem arabischen Frühling. Aber die Region oder ein guter Teil in der Region, auch wenn man das nicht so merkt, noch momentan, die erholen sich eben doch wieder. Bestes Beispiel ist Katar, MSCI Katar, dieses Jahr plus 25% und das in einem sehr schwierigen Umfeld. Wie gesagt, Katar ist ja mit Sanktionen belegt worden, letztes Jahr von Saudi-Arabien, von den Vereinigten Arabischen Emiraten und so weiter. Die waren sich ja dann
plötzlich Spinnefeind, aber inzwischen merkt man langsam, Katar ist reich, Katar kommt trotzdem zurecht und hat sich am Markt dann eben auch von dem Schock erholt. Aber auch Saudi-Arabien, MSCI Saudi-Arabia ist dieses Jahr 16% im Plus, Kuwait 13% im Plus. Hat sich also vieles gut in der Region da unten erholt. Das Ganze hat natürlich auch zu tun mit dem Ölpreis. Ölpreis ist gut gestiegen dieses Jahr, zumindest bis Oktober, also auch in einer Zeit, in der die Börsen eigentlich schon schwach waren und teilweise gefallen sind. Vom Ölpreis haben diese Länder natürlich überdurchschnittlich profitiert, aber Öl darf man auch nicht vergessen, ist im Oktober oder ab Oktober auch wieder stark gefallen. Und auch in der Zeit dieser Ölpreiskorrektur haben sich Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, die Börsen auch nach wie vor relativ gut gehalten. Und andere Länder in der Region, Tunesien zum Beispiel, wo Öl jetzt nicht so eine große Rolle spielt wie in den anderen Ländern, auch da ist der Markt gestiegen, MSCI Tunisia plus 11% auch bis jetzt dieses Jahr. Also auch da Erholung gegen den Trend, auch wenn das viele noch nicht so gemerkt haben. Was sich in der Ecke nicht erholt hat, war Ägypten dieses Jahr, MSCI Egypt minus 18%. Ägypten ist schon angeschlagen. Der Markt hätte natürlich auch Potenzial für eine Erholung, ist auf einem sehr niedrigen Niveau mittlerweile, aber da muss dann auch international das Umfeld stimmen. Ägypten hat Probleme von der Inflation her, von der Leistungsbilanz her. Das verbessert sich jetzt langsam, aber in so einem Umfeld, wie wir es momentan haben, für Schwellenländer wird natürlich ein Land wie Ägypten auch eher gemieden. Aber kommen wir noch zu einem Land, das positiv überrascht hat, Russland nämlich. Trotz internationaler Konflikte, die nicht weniger geworden sind, die Gefahr weiterer Sanktionen besteht eigentlich, das steht auch schon seit Monaten wieder im Raum. MSCI Russia hat trotzdem standgehalten, ist in Dollar jetzt ungefähr 2% im Minus nur seit Jahresbeginn. Man muss aber auch sagen, es war zwischenzeitlich natürlich auch schon mal besser, eben in der ersten Jahreshälfte vor den Sanktionen, vor der neuen Sanktionsrunde im April. Aber der russische Markt ist jetzt auch zumindest in einem Seitwärtstrend und nicht in einem Abwärtstrend, so wie das bei vielen anderen Schwellenländerbörsen ist. Auch in Russland hat das Ganze mit Öl zu tun, aber eben auch nicht nur. Russland profitiert natürlich von Ölpreisen, aber der Ölpreisrückgang im Oktober, auch den hat, oder seit Oktober, auch den hat der russische Markt gut verkraftet. Wir haben Russland hier ja behandelt vor 2 Wochen. Was wir in Russland haben, sind niedrige Bewertungen und eine Wirtschaft, die langsam wieder hochkommt und die sich auch so über die Jahre hinweg immunisiert hat, jetzt gegenüber den Sanktionen, zumindest zum Großteil. Und das wird am Markt auch verstärkt wieder zur Kenntnis genommen. Aber Sie kennen da meine Meinung. Es gibt in Russland zwar sehr interessante Aktien, die Bewertungen sind sehr attraktiv. Die Sanktionen haben auch zum Teil ihren Schrecken verloren, natürlich in den letzten Jahren. Performance war natürlich auch okay dieses Jahr, war überzeugend, wenn man es ins Verhältnis setzt zu anderen Börsen. Aber trotzdem, Russland bleibt am Markt mit überdurchschnittlichem Risiko. Und wer da unbedingt investiert sein will, der muss da vorsichtiger vorgehen und sich auch vielleicht nicht ganz so stark engagieren. Noch ein Land würde ich gern zeigen, ins Blickfeld rücken oder sogar eine ganze Region. Aber fangen wir mit dem Land an. Rumänien, MSCI Romania, dieses Jahr souverän plus 10% auch gegen den Trend. Das ist da ein Jahreschart, 10% im Plus, allerdings unter starken Schwankungen, wie wir auch sehen. Aber trotzdem respektable Entwicklung. Die Performance ist auch hier in Dollar. Wirtschaft in Rumänien ist gewachsen im zweiten Quartal erst um 4,2%, dann im dritten Quartal nochmal ein Anstieg auf 4,3%, also deutlich positivere Dynamik als wenn wir uns jetzt den restlichen europäischen Raum anschauen, ist eine der höchsten Wachstumsraten in der EU natürlich
Und woanders in Osteuropa, da findet man das genauso. Polen, Wachstum im dritten Quartal sogar 5,1%. Ungarn 4,9% und Bulgarien auch immerhin auch 3,1%. Es lief viele Jahre natürlich nicht so gut in Osteuropa. Das war nicht so wie in Asien, dass wir da immer Boom hatten und hohe Wachstumsraten. Wir haben schwere Krisen gehabt in Osteuropa, in den volkswirtschaftlichen da. Und viele Anleger, die haben Osteuropa jetzt auch eigentlich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber da ändert sich einiges. Die Entwicklungen waren schon schmerzhaft und die Krisen der letzten Jahre. Und es ist jetzt natürlich auch immer noch nicht alles toll. Aber es geht nach langen, schwierigen Jahren jetzt doch spürbar aufwärts in Osteuropa. Wir haben jetzt, wie schon erwähnt, auch ein Umfeld in der Nachbarschaft Westeuropa, Eurozone. Da ist das Wachstum mittlerweile rückläufig und das wird man auch in Osteuropa natürlich spüren, wenn das da so weitergeht. Aber grundsätzlich, Osteuropa wird unterschätzt, ist zu stark aus dem Blickfeld geraten von vielen Anlegern und ich denke, Osteuropa sollte man aber als Anleger nicht abschreiben. Es hat sich da einiges getan, auch relativ unbemerkt vom großen Konsens, von den großen Anlegern ist es da nicht mehr so, wie es vor 20 Jahren war oder wie es vor 10 Jahren mal war. Und man sieht ja auch an Rumänien, so eine unterschätzte Börse kann dann eben auch mal zum Outperformer werden, auch in schwierigen Zeiten. Und ein Land will ich jetzt auch noch erwähnen, ein asiatisches Land, Vietnam. Vietnam hat es jetzt doch nicht unter die Outperformer geschafft dieses Jahr. Ich habe die letzten Wochen immer wieder mal gedacht, vielleicht dreht Vietnam ja jetzt doch noch ins Plus, war aber nicht so. MSCI Vietnam hat dann dieses Jahr bis jetzt schlussendlich ungefähr 6% abgegeben, was aber natürlich im Verhältnis auch nicht so schlecht ist. Aber Vietnam war damit jetzt kein richtiger Outperformer. Trotzdem, Vietnam ist ein sehr interessantes Land und ein interessanter Markt. Es ist ein junger Aktienmarkt und es ist ein Land, das wirklich boomt und enorm an Bedeutung gewonnen hat als Produktionsstandort für westliche Konzerne. Und es fließen auch immense Investitionen rein. Wachstum im dritten Quartal war bei 6,9%. Und Vietnam, die Wirtschaft, der Aktienmarkt da, das ist das Thema der nächsten Ausgabe von unserem Zukunftsmärkte-Report. Sie wissen vielleicht, die Reports, die sind auch alle kostenlos, alle unverbindlich, kommen von uns regelmäßig ins Postfach. Und diese Woche Thema ist Vietnam. Wie sind die Aussichten und wie kann ich da auch investieren, Vietnam? Im Zukunftsmärkte-Report diese Woche www.zukunfts-märkte.de einfach anmelden. So, das waren die Börsen, die 2018 standgehalten haben und Sie sehen sogar in den Schwellenländern, für die das Sentiment wirklich schlecht war dieses Jahr, hat es solche Börsen gegeben. Was kommt als nächstes von uns jetzt, wo das neue Jahr ja wirklich direkt vor der Tür steht? Wir werden einen Ausblick wagen natürlich auf das neue Börsenjahr und wir stellen uns die Frage, was können wir da erwarten, nachdem 2018 ja nicht so vielversprechend ausgegangen ist, aber nachdem da natürlich auch Anpassungen stattgefunden haben, Bewertungsanpassungen nach unten, wo viele Märkte jetzt auch wieder relativ günstig geworden sind. Also wie ist die Lage 2019? Was können wir erwarten? Und gibt es vielleicht bestimmte Märkte und bestimmte Regionen, die wir da doch verstärkt wieder im Auge haben sollten als Anleger. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei uns, auch im neuen Jahr. Viel Erfolg bis dahin, natürlich einen guten Rutsch. Bleiben Sie dran an den Schwellenländerbörsen und danke wie immer fürs Zuschauen.